Es geht weiter mit Teil 2. Unser Hilferuf wurde dann erhört. Wolf erledigt jetzt einmal den kläglichen Rest von Devil Lady mit großem Doppel-Ludwig, sodass wir versuchen können, wenn es so gut läuft, noch so 180 Punkte rauszuschlagen. Das wäre ein Traum. Dann würden wir so irgendwo bei 380 landen oder so. Ja, mal gucken. Aktuell sieht es ganz gut aus. Steht 26 Flaggen für uns, für zu 22 Flaggen für den Rest. So dass wir jetzt mit einem resetteten Board arbeiten können. Wir stürzen uns auch gleich ins Getümmel und versuchen uns an Usladim. Das ist ein bisschen tricky, aber wir können das packen. Gucken wir nochmal. Auf geht's. Komm schon. Bisschen gutes Board. Ein bisschen. Au. Ja. Was liegt schon? Jetzt kommt ein bisschen Schaden rein. Müssen wir gucken, das wäre ein Traum, wenn Hehl nicht getötet wird. Sehr gut. Sind noch 170, wir gehen auf Nummer sicher. Wir wollen hinten raus keine Überraschung erleben. So, sehr gut. Hehl kann jetzt erstmal nicht durch direkten Angriff sterben. Heilung. Jetzt ist sie tot durch einen direkten Angriff, aber sie wurde zumindest durch den Special, vor dem Special geschützt. Das ist okay. Und dann haben wir das schon mal erledigt. Sehr gut. 98 Punkte. Sehr gut, Dirk. Sehr gut. Konstant wie eh und je. Hier wäre natürlich prädestiniert für ein grünes Team. Wir müssen mal gucken, was bei uns noch übrig ist. Unser gelbes Team ist noch übrig. Gelb. Gelb, 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 gelb. Könnten ein bisschen despellen. Das sind auch 29er Truppen. Tja. Was machen wir? Tja, wir haben Heilung. Wir bräuchten jetzt theoretisch noch ein bisschen Damage.
Versuchen wir es. Versuchen wir es. Na, schade. Fast, es hat fast gereicht. Okay, es läuft gerade sehr gut. Telluria, na, wir haben noch nicht gewonnen. Wir haben noch Telluria und Mayana übrig. Telluria, die nervig sein kann. Mayana, die sich gut, gut Schaden austeilen kann. Aber es läuft bei uns. Sehr gut, mal ein stressfreier Kampf mit unserem gelben Team. Wir wollen es nicht beschreien, Klopf auf Holz. Das reicht natürlich immer noch nicht, um Telluria wegzunehmen, aber jetzt könnte es reichen. Hervorragend. Na, da kommt doch gleich gelb, genau. Was sollte es gewesen sein? Wundervoll. So. Das war's mit unserem Krieg. Es fing etwas schleppend an, es lief nachher gut, wir hatten auch zum Schluss ein bisschen Bordlack. Gucken wir uns die Flaggen an, 21 zu 22, wir führen mit nicht ganz 600 Punkten. Aktuell sieht es sehr gut aus. Die Def steht soweit. Ja, wir haben es geschafft, noch über 400 zu rutschen, das ist auch gut. Dirk hat seinen Job erledigt, nur dadurch war das machbar, danke Dirk dafür. Haltet durch, Leute. Denkt dran, zu liken, zu kommentieren. Darauf werde ich definitiv antworten, auf jedes eure Kommentare. Wie sagt man so schön? Subscribe, abonniert. Und ja, ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich. Leider ging der Krieg viel zu schnell weg. Ich würde mir wünschen, dass man Flaggen übertragen kann. Ich würde Golems Flaggen nehmen. Die von Julius auch. Captain hat auch noch drei. Ahura sowieso. Wackelkandidat. Ich hoffe für dich, Ahura, dass du das hinbekommst, diesen Krieg, weil das mit dem Tank hast du ja nicht so richtig hinbekommen. Dadurch bist du ein guter Punktelieferant. Na gut, habt viel Spaß, habt einen schönen Resttag. Ich komme aus der Nachtschicht und muss schlafen. Liebe Grüße.